Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Prison Architect hier auf dem Kanal The Northern Way of Life mit mir, dem Dre. Guten Tag wünsche ich. Und zwar, ja, nachdem in der letzten Folge so ein paar Missgeschicke passiert sind, so ein paar Tode zu verzeichnen waren, unter anderem auch von unserer Wache Jim Bob oder so, weiß ich nicht, dass man denen keinen Namen geben kann, finde ich immer noch schade. Wieso steht denn hier eine Tür? Ein Bett? Wegen dem Aufstand wahrscheinlich eben gerade, ne? War ja nicht mal ein richtiger Aufstand. Ach, Leute. Ach, ja, ich bin der Dre, wie gesagt. Ich muss ein bisschen in das Spiel wieder reinkommen. Wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, wisst ihr, dass ich das Spiel richtig gut kann. Ach, fuck. Und ich hatte euch in der letzten Folge versprochen, dass ich euch vielleicht... Nee, versprochen habe ich es nicht. Nee, nee. Aber ich habe gesagt, vielleicht zeige ich euch den anderen Knast, mit dem ich gerade zu tun habe. Und ich würde sagen... Das können wir doch eigentlich einfach mal machen. Genau, dann speichere ich den hier schnell. Gefängnis speichern. Und zwar Let's Play. Speichern. Zack. Und dann laden wir den anderen Knast mal eben. Sick. Ja, warum sick? Seht ihr gleich. Sick, so wie krank. Ja, wir warten mal genau, bis das Licht angeht. So, hier, was, wieso, was ist denn das Sick? Ist doch nur eine leere Halle hier, was ist doch gar nichts. Aber eine Riesenhalle, leck mich am Arsch. Ihr seht schon zwei Generatoren. Ja. Oh Gott. Das kannst du ja keinem zeigen. Aber ich mach's trotzdem. Alter Schwede, oder? Und das ist ja erst der Anfang. Ihr seht ja, das ist knapp die Hälfte. Da geht noch mehr. Wie nichts. Soll doch abgeriegelt sein hier. Oh Gott. Ach so, das ist noch... Ah, okay. Ja, alles klar. Das war noch davor. Oh, okay, das muss ich gleich speichern. Ich habe nämlich das letzte Mal, wie ich das nämlich dann beendet hatte, ich fahre hier eigentlich immer auf Abriegelung. Aber ich habe dann letztes Mal einfach mal gesagt, ja, dann können sie halt rauskommen zum Essen hier. Das ist natürlich auch Quatsch. Das muss ich auch nochmal ändern. Und dann sind sie halt alle rausgekommen und dann ging es auf einmal los. Da war Mord und Totschlag. Aber ihr seht, das ist alles relativ... Ja, sporadisch alles. Wie viele Zellen haben wir denn überhaupt? Ich glaube, über 900 mittlerweile. Ja. Und bis jetzt sind es nur 300 Gefangene. Habe ich schon 1000? Ne, 950 Zellen. Und 339 Gefangene. Und ich mache einen Plus von 31.500 am Tag. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Aber ich bin auch in den Miesen bei 1,7 Millionen. Also ihr seht schon, das wäre normalerweise gar nicht möglich. Das ist auch eine große Map, die ich hier nochmal erweitert habe ein Stück, weil ich den Hof gebaut habe für die Subvention. Und ich habe wirklich tatsächlich einfach das Fundament von links nach rechts gezogen und das hat ungelogen eine Dreiviertelstunde gedauert, bis der Scheiß endlich fertig war. Vorgespult, wohlgemerkt, auf fünffacher Geschwindigkeit. Naja, und das ist mein kleines Projekt, was ich so nebenbei immer so ein bisschen laufen lasse, wenn ich nicht aufnehmen kann oder will. Dann kümmere ich mich hier um diesen Knast. Und der ist nämlich so gebaut. Okay. Der ist nämlich so gebaut, dass die Zellen keine Mindestgröße haben müssen. Die haben einfach nur ein Bett und ein Klo. Ich glaube, es geht tatsächlich sogar noch kleiner, wenn man einfach Isolationszellen macht. Aber das wollte ich dann nicht, weil die Leute auch sterben können, wenn sie nicht schlafen können, glaube ich. Und ich habe schwere Gefängnistüren. Ich weiß gar nicht warum, aber naja. Naja, aber das ist halt mein kleines Nebenprojekt, was ich hier am Laufen habe. Das speichere ich auch nochmal schnell. Sick. Nur um euch mal zu zeigen, was ich hier so nebenbei noch so mache. Das andere sind so, ja, ihr seht es ja, Test, Anfang, weiter, Prototyp, Autosave. Ja gut, Autosave. Ist nicht so spannend. So. Aber zurück zu unserem Knast, der noch gar keinen Namen hat. Wisst ihr einen Namen? Ich wüsste jetzt gar keinen Namen. Oh, hier, da, okay. Da, gerade, wo sind wir denn gelandet? Gar keinen Namen. Shawshank Redemption. Nee, Shawshank. Jetzt werden die Filmnerds unter euch vielleicht denken, Shawshank, habe ich doch schon mal gehört. Das müsste Die Verurteilten sein. Der Film Die Verurteilten. Ich glaube, der heißt Shawshank Redemption. Wie komme ich jetzt da drauf? Den habe ich gestern Nacht noch gesehen. Bevor ich dann, kann ich jetzt am Anfang zu erzählen, bevor ich dann gestern Nacht nochmal mit dem Marcel eine Runde Bloodborne gezockt habe. Schrieb er mir auf einmal nachts um. Wie spät war das, Marcel? War es eins? War es halb zwei? Ich weiß es nicht. Ich glaube, halb zwei haben wir angefangen, ne? Fingen wir dann auf einmal an, Bloodborne zu zocken bis morgens um halb sieben. Und es hat so Laune gemacht. Vielleicht bringe ich da auch nochmal was von raus, dass wir einfach, wenn wir zusammen zocken,
Ja, dass ich da einfach mal das aufnehme. Als Koop-Session sozusagen. Vielleicht habt ihr da ja Bock drauf, wäre cool. Und es macht echt Laune. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe, wie gesagt, ich hatte ja nie jemanden, der Dark Souls oder sowas mit mir gespielt hat. Ich hatte ja nie jemanden. Und, naja, jetzt wo Marcel halt dabei ist und der anscheinend auch echt begeistert ist, was ich cool finde. Ey, Leute, spielt Bloodborne. Und wenn ihr nicht Bloodborne spielt, weil ihr keine PS4 habt, spielt Dark Souls. Eins oder zwei, ist egal. Könnt ihr auf dem PC zocken, haut ein paar schicke Mods drauf, dann läuft's flüssig, dann sieht's gut aus, könnt ihr machen. Wenn ihr dann Bock auf das Spiel gekriegt habt, dann holt ihr euch eine PlayStation 4 oder eine PlayStation 3, holt euch Demon's Souls oder eben Bloodborne und habt noch mehr Spaß. Was will man denn mehr? Mehr Spiele braucht man gar nicht. Ja. So, die Zellen hier laufen und irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt Musik. Ich könnte mir vorstellen, hier Musik unterzulegen. Beziehungsweise bei der Aufnahme laufen zu haben. Ich weiß noch nicht, wie das rechtlich ist, wenn ich jetzt hier auf einmal anfange, Hotline Miami Musik laufen zu haben. Aber ich glaube, so hat das Spiel gar keine Musik, oder? Nö. Nö. Ja, mal gucken. Vielleicht in der nächsten Folge. Dann mit Musik. So, dann fangen wir mal oder machen wir mal weiter mit den Zellen hier. Da fehlt jetzt noch. Da fehlen noch Toiletten. Ding, 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 ding. Ja. Ey, das ist ja echt schlimm hier mit dem Gefriemel. Ja, genau. Und den Knast da eben, den habe ich halt größtenteils einfach geklont. Eine Ecke fertig gemacht. Und dann geklont. Und dann einfach immer daneben gesetzt. Die Rohre dann irgendwann vorher schon festgelegt, wo sie die ablegen sollen. Das Ding dann die Rohre fertig gemacht und dann die Zellen drüber gebappt im Grunde. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und warum ich das mache, ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte einfach mal gucken, was möglich ist. Wie viele Zellen man bauen kann, wie viele Gefangene man haben kann. Vor allem, wie viele Gefangene ich haben kann, bevor mein Rechner sagt, du bist ja nicht ganz dicht und sich verabschiedet. Ja. Genau, deswegen mache ich das. Und nicht, weil ich ein Sadist bin. Bin ich nämlich nicht. Oh, überall die scheiß Klos setzen. Hier ist ja furchtbar. Da muss ich gleich auch noch überall die Duschköpfe setzen. Das ist ja richtig anstrengend. Das ist ja richtig Arbeit. So. 4000 Eier für Toiletten. So, Toiletten. Hä, was fehlt? Abflüsse muss ich auch noch setzen. Abflüsse? Oh Gott. Vielleicht sollte ich gleich mal anfangen, Klonen zu erforschen. Das ist ja furchtbar. Den nächsten Block mache ich nicht so. Das ist vielleicht auch nicht so spannend zum Zugucken. Fürchte ich fast. Vor allem, wenn die Geschwindigkeiten auf einfach ist. Mann, sag das doch einer. Ich sag das doch heute. Das Klon ist eigentlich ganz geil. Vor allem klont das auch direkt, ups, die Raumeinteilung mit. Also muss tatsächlich nichts mehr machen. Man muss nur die Versorgung selber legen. Wie gesagt, das sollte man vorher machen. Und ansonsten wird alles komplett kopiert und einfach rübergenommen. Und dann kannst du es überall hinsetzen und es wird exakt so nachgebaut. Ist eigentlich ganz cool. Und man muss nicht immer nur eine Zelle, ich meine, man muss ja nicht mal nur Zellen machen. Man kann ja alles Mögliche klonen, wenn du jetzt irgendwie, so wie ich das jetzt hier vorhabe, halt so ein Riesengefängnis bauen willst und die Kantine nicht jedes Mal neu bauen willst und die Küche. Wobei ich weiß gar nicht, ob man das, ich glaube, so groß kann man das, glaube ich, gar nicht machen. Auch für Zellen lohnt es sich schon, weil das ist ja sehr kleinteilig. Du musst ja sehr viele Sachen dafür haben. Sind hier gleich die Abflüsse fertig? Die haben noch nicht mal die Klos drin, ey. Was geht, Jungs? Na gut, 10 Leute, ne? Vielleicht mal überlegen, ob man wieder ein paar Leute einstellt, aber. Das waren die Abflüsse. Dann nehme ich jetzt die. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da, die Bücherregale, die setze ich dann ja auch direkt nochmal mit rein. Wo setze ich die denn hin? Wie rum müssen die denn?
Ich weiß allerdings gar nicht, ob die funktionieren. Setze ich die so? Sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Ja. Also was heißt funktionieren? Ich weiß nicht, ob die Leute tatsächlich, wenn sie in ihren Zellen sind und die Bücherregale da haben, ob sie dann auch lesen. Jetzt kann ich ja so machen. Guck mal. Hier drückt halten und runterziehen. Hervorragend. Klick, 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 klick. Ja, so ist das. Ups, ups, ups. Scheiße. So. Ja, es ist sehr ruhig. Ich glaube, in der nächsten Folge schmeiße ich einfach mal Musik an. Hauptsache, ich kriege dann nicht irgendwelche rechtlichen Probleme. Aber eigentlich, bei Dings hat es ja auch noch keinen gestört. Hier bei Let's Grow Some Weed, wo heute auch noch eine neue Folge kommen soll. Nein. Beziehungsweise, wo ich heute noch eine neue Folge aufnehme. Die habe ich fertig, genau. So. Und da benutze ich auch die Hotline Miami Musik und da hat sich bis jetzt auch noch keiner beschwert. Deswegen, da gibt es gleich in der nächsten Folge. Was heißt gleich? Für euch dann morgen. Oh, je nachdem, wann ihr es guckt. Vielleicht ist ja die nächste Folge schon online. Ja. Geile Mucke im Hintergrund. Das muss ich dann mal ausprobieren, ob er das tatsächlich aufnimmt. Aber eigentlich schon. Ich und PCs, ne? Ich habe keine Ahnung. Klingeling, wieder wird fertig. Das ist merkwürdig. Ich hatte mal tatsächlich sehr viel Ahnung von PCs. Und habe auch die Konsolen, die Consoleros immer als Konsolenschwuchteln beschimpft. Natürlich nicht so nett. Und jetzt bin ich selber einer. Nichts geht über meine Playstations. Nintendos und... Ach shit, jetzt baue ich die Türen schon, obwohl die Zellen noch gar nicht fertig sind. Macht mal erstmal die Zellen fertig. So, wer hat hier was? Wo wird das schon abgeführt? Ich hoffe doch. Na also. Direkt weggebracht, der gute Mann. So, das läuft. Die Zellen bauen sie jetzt fertig. Demnächst. Ach du Handwerk, hier wird dir richtig was angeliefert. Ach, Duschköpfe muss ich auch noch anbauen. Oh Leute. Zellen bauen, ne? Wo sind sie denn? Da. Wieder an jede einzelne Zelle ein. Duschkopf. Aber dann sollte ich auch gleich erstmal ein bisschen... Also, dann habe ich auf jeden Fall sehr viel Platz für neue Gefangene. Ups, ist doch vorsichtig, ne? Ja. Und dann können wir gleich mal richtig schön... Was können wir denn noch machen? Was geht denn noch? Eine Werkstatt brauche ich noch. Eine Kapelle brauche ich noch. Baumschule. Werkstatt habe ich gerade gesagt. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Genau, eine Waffenkammer, was ziemlich kritisch sein kann, weil wenn die Gefangenen an die Waffenkammer rankommen und an die Waffen kommen und dann Waffen haben und dann mit den Waffen hier durchdrehen, kannst du im Grunde das Spiel beenden. Oder den letzten Checkpoint laden. Deswegen, die Waffenkammer wird noch interessant. Die Todeszelle, der Todestrakt sozusagen, hatte ich... Ich hatte das Ding schon mal gebaut, also man kann hier einen elektrischen Stuhl bauen mittlerweile seit Alpha 31, was jetzt die aktuelle Alpha ist. Und ich habe das Ding auch schon ein paar Mal gebaut, aber ich kriege keine zu Tode Verurteilten. Muss man dafür irgendwelche speziellen speziellen Bedingungen erfüllt haben? Ich weiß es nicht. Ich dachte, es würde einfach reichen, dass man den Todestrakt im Grunde hat. Und dann kann man ja, wenn man sich die Knastis da aussucht, die man geliefert haben möchte, kann man ja auch, wie heißt das, Death Row, also zu Tode Verurteilte bestellen. Makaber das klingt, aber es geht halt nicht. Es werden keine angeboten. Alter, hör doch mal auf so zu reden. Es ist ein Spiel. Da hatte ich hier schon einen. Okay. Duschköpfe gesetzt, Abflüsse gesetzt, Rohre gesetzt. Im Grunde fehlen nur noch die Türen, die Zuweisung. Und genau. Ich stelle jetzt einfach mal noch ein paar Leute ein. Komm. 9? Haben die einen gekillt? Geh mal auf, geh mal auf. Gehen wir mal auf 20, komm, was soll's. Dann machen wir zwar nicht mehr so viel Plus, aber durch die neuen Knastis, die dann gleich kommen werden. Und da fällt mir gerade was ein, wo ich die Tür da sehe. Die Eimer bitte abbauen, die hätte ich ganz gerne andersrum gedreht. Macht jetzt natürlich auch keiner, scheiße.
Oder? 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 Nee. Ah, oder? Oder? Nee. Oder? 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 Nee. Du? Auch nicht. Keiner. Will denn keiner diese Tür demontieren? Was liegt hier alles rum? Warum liegt hier so viel Zeug rum? Lampen. Wieso haben wir so viel Lampen auf Lager? Das finde ich immer ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, mit den scheiß Lampen ständig. Dass die dann demontiert werden, wenn man da Mauern zieht. Und dann das Lager verstopfen. Die Tür ist immer noch nicht abgebaut, Leute. Oh. Das ist durch. Das mit dem Essen ist durch. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier endlich... Oh, dann kann ich... Ha! Also, einmal essen, da einmal essen und dann machen wir hier nochmal einmal essen. Ups, nee, nicht nur für die, für alle. Essen für alle, dreimal, drei Stunden am Tag essen, beziehungsweise drei Mahlzeiten, die hohe Qualität haben und eine hohe Vielfalt. Und das müssen wir dann auch zwei Tage machen. Sehr gut. Mittlerweile ist die Tür abmontiert und ich merke, ich komme so langsam rein. Ist das richtig rum? Ja. Kommt bitte mal jemand dann hierher gleich und baut die Tür direkt wieder ran. Das sieht doch schon alles sehr, sehr gut aus hier. Achso, okay, ja. Da oben fehlt noch ein Klo. Guck mal, jetzt geht es nämlich los. Jetzt steht er da vor der Tür und kommt nicht rein. Und jetzt ist da eine Lampe unten Abfluss. Das heißt, ich werde diese Tür niemals treffen. Ja, okay. Kommt er wieder nicht raus. Oh nein. Okay. Bookshell. Da steht es auch noch auf Englisch. Ich verstehe es nicht. Ich glaube ja, dass diese Übersetzung so eine Art Fan-Mod ist. Also einfach von Fans gemacht wurde die Übersetzung. Aber dass sie dann teilweise ja, fehlt, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen eigenartig. Aber ich kenne mich da nicht aus. Vielleicht geht es nicht anders. Kann ja sein. Keine Ahnung. So, ich denke mal, in dieser Folge setze ich auf jeden Fall noch die Gefängnistüren, die hier noch fehlen. So weit habe ich schon gebaut, okay. Und in der nächsten Folge hole ich dann die nächsten Knastis rein. Ich bin mal gespannt, wie viele Zellen das jetzt tatsächlich geworden sind. Kommen wir schon auf die 100? Nee, wa? Ja, das sind unten mal 36. Das hier ist jetzt bestimmt das Dreifache. Mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall kann ich die Subvention für die Zellenblock machen. Ich kriege schon wieder ein bisschen Kohle. Oh ja, ich sehe es auch gerade. Das wird auch bitter nötig. Sind schon nur noch 6000 Euro. Und diese Türen, ey, die sind auch nicht so billig. Und wir machen Miese am Tag. Das ist kacke. Das ist richtig kage. Aber dann wird es Zeit, dass die neuen Knastis kommen. Jetzt habe ich das ja nicht eben schon so gemacht. Nein. Oh, schon nur noch 2000 Euro. 10 Türen. Oh. Und pleite. Fuck. Und ich mache miese. Ich muss Leute entlassen. Das nutzt alles nichts. Ach fuck, hatte ich nicht sogar den Kredit aufgenommen? Oh. Hauen wir mal direkt 10 Leute wieder raus. Jetzt machen wir 500 plus am Tag. Das ist ja nichts. Oh, und hier ist schon wieder Aufstand. Oh Gott. Wo denn? Hier. Leute, ihr kriegt doch was zu fressen. Regt euch ab. Mampf. Die Kantine ist auf jeden Fall noch nicht komplett ausgelastet, wie wir sehen. Dafür sind die Köche schon überfordert, kann das sein? Oh, wenn da mal eine Stunde reicht. Hier. Essen ist immer noch nicht so gut. Jetzt sind sie alle am Kacken und am Pissen. Wie interessant. Scheiße. Spiritualität müssen wir uns mal drum kümmern. Bücher lesen. Ja, das hoffe ich nämlich. Genau, Bücher lesen. Das hoffe ich, dass sie das jetzt dann machen können in ihren Zellen. Also die nächsten, beziehungsweise die sollen ja auch noch Zellen bekommen. Die sollen ja auch noch Bücherregale bekommen. Und ich glaube, oh, da war das Signal. Ich glaube, damit sind wir aber auch dann durch. Ach, hier sind noch gar keine Türen. Dann mache ich das anders. Ich hole jetzt gleich die ersten Leute rein, dann kommt ja wieder Kohle rein und
dann geht es in der nächsten Folge damit weiter, dass die Leute reinkommen. Die Zellen werden fertig gemacht. Die nächsten Zellen kriegen ihre Bookshells. Und dann kümmere ich mich mal ein bisschen um die Kapelle und mal gucken, was noch so passiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Freue mich, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Hoffentlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und das nächste Mal gibt's Musik. Deswegen danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.